bin Daniela, bin 36 Jahre alt und arbeite im Bereich Vertrieb, Versand und Export. Ich kümmere mich darum, dass die Schaltanlagen, die wir hier gefertigt haben, zu unseren Kunden kommen. Transporte organisieren per LKW, per Seefracht, per Luftfracht, zum Teil per Paket, kleinere Anlagen. Ja, und im Exportbereich natürlich um die ganzen Zollformalitäten, die damit zusammenhängen. Der Großteil findet am Schreibtisch statt. Ich laufe allerdings relativ viel rum und frage Kollegen zu allen möglichen Sachen, weil ich ungern telefoniere. Ich kümmere mich darum, wie groß die Schaltanlagen sind. Ich gehe tatsächlich selber unten in die Werkstatt, gucke mir das Ganze mal an, um eine Vorstellung davon zu haben. Und dann muss ich mir überlegen, wo die Schaltanlage da hinkommt, wo der Kunde sitzt, wie lange der LKW da wohl hin braucht und muss demnach halt den Transport organisieren, disponieren. Wir haben einen Spediteur für LKW-Transporte, mit dem sind wir einfach super zufrieden. Wir haben da einen super Service und wir haben einen Spediteur für Luft- und Seefracht. Bei den Speditionen habe ich meine festen Ansprechpartner, die mir bestmöglichen Service bieten können. Ich sitze tatsächlich sehr viel am Schreibtisch, schreibe E-Mails, schreibe Versandaufträge, Lieferscheine, Rechnungen. Mache Zollpapiere, Importunterlagen, die unser Kunde im Ausland braucht. Also eigentlich ist es hauptsächlich ein Schreibtischjob. Es gibt ein Buch, das heißt Konsulats- und Mustervorschriften. Das ist eins meiner besten Freunde. Und das andere ist ein Buch, das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, HS-Codes. Das sind Zolltarifnummern. Das ist ein Buch, ähnlich wie ein Telefonbuch, mit 1 Milliarde Nummern drin. Und die muss ich nicht alle kennen, aber ich muss unsere Produkte darin eingliedern können. Das ist eine Herausforderung. Das macht auch nicht immer Spaß, aber es gehört einfach dazu. Und es ist auf jeden Fall immer spannend, sowas herauszufinden, zu investigieren. Hauptkommunikation ist auf jeden Fall auf Deutsch, aber Englisch ist schon wichtig, wenn man auch ins Ausland liefert. Es geht gar nicht ohne. Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. 3 Jahre lang in der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die Vorgängerfirma, ist die Dame, die den Export gemacht hat, in Rente gegangen und da bin ich dann reingerutscht. Es wäre eigentlich eventuell was für eine Groß- und Außenhandelskauffrau, so dieser Bereich, aber es geht auch als Bürokauffrau. Hier wird man einfach entsprechend seiner Fähigkeiten eingegliedert. Am meisten Spaß macht mir hier die Kommunikation mit Kunden, mit Speditionen und die Kollegen hier einfach. Für diese Berufslaufbahn braucht man auf jeden Fall Interesse an der Arbeit mit Menschen. Nicht mit den Menschen an sich, aber man muss viel kommunizieren. Und gerade wenn es in den Bereich Export gehen sollte, muss man auch ein bisschen sprachbegabt sein.